Ich stehe hier mit Friedrich von Bohlen und er ist Molekularbiologe, Wissenschaftler und beschäftigt sich mit wirklich innovativen Themen. Und ich freue mich riesig, Friedrich, dass du unseren deutschen Innovationsball unterstützt. Warum eigentlich? Also ich war immer begeistert in meiner Studienzeit von den Unternehmen in den USA, die sogenannte Biologicals, also biologische Produkte für die Medizin entwickelten. Das war damals, das hat keiner richtig verstanden, das sind heute Weltkonzerne, Genentech, Amgen, und habe gedacht, das möchte ich auch machen. Warum? Weil es kommt darauf an, Innovation für jedermann zugänglich zu machen. Also nicht nur im Labor, nicht nur für eine, sag mal, eine intelligente Elite, sondern Innovation ist dann gut, wenn sie jedermann erreicht. Und das umzusetzen und zu ermöglichen, das ist das, was mich antreibt. Super. Und bei unserem Ball am Abend werden wir ja auch Innovationen erleben können, besonders auf der Flaniermeile. Und wir freuen uns riesig, dass du dabei bist. Ja, ich freue mich auch sehr und ich freue mich vor allem auch, dass das in Essen passiert. Ich komme ja aus Essen, ich bin ja gebürtiger Essener, und Essen war das Innovationszentrum der Welt, wenn man mal so sagen darf, oder das Ruhrgebiet. Und ich würde mich sehr, sehr freuen und mir sehr, sehr wünschen, dass das Ruhrgebiet und Essen da auch wieder hin zurückkommt. Let's go. Let's go and do it.